Du, Chubi, bau mir einen kleinen Iglu bei Dubi. Guck mal hier, 70 Tage noch. Dann fängt die Europameisterschaft an. Zumindest glaube ich, das erste Spiel in Frankfurt ist sein. Weil das Eröffnungsspiel ist doch in. Ist das nicht in München? Deutschland gegen Schottland? Das müsste doch in München sein. In 70 Tage noch, 70 Tage bis zur Euro. Ja, genau. Dann 70 Tage noch bis zur Euro. Und in Frankfurt finden ja auch Spiele statt. In diesem Pokal können die 24 Teilnehmermannschaften gewinnen. Dieses Jahr glaube ich 24. Letztes Mal auch schon. Aber wie dem auch sei, wir wünschen der deutschen Nationalmannschaft natürlich ein tolles Turnier, dass es auch mal wieder was zu lachen gibt im Land. Nach den letzten trostlosen Vorstellungen, die sie da uns dargeboten haben. Wer von euch hat Karten? Wer von euch hat Karten gekriegt und 400 Euro bezahlt? Ging ja los bei 400 Euro, glaube ich. 400. Aufwärts. VIP-Lounge mit ein paar geilen Muschis im Pool. Gibt noch was zu ziehen dann. Der Rudi kommt auch vorbei. Der Rudi Völler. Ja. Bald ist es soweit. Jetzt los, die Euro. Im eigenen Land. Das zweite Turnier im eigenen Land durch miterleben. 2006 war es ja die Heim-WM. Und diesmal ist es die Heim-EM. Deutschland zählt sicherlich nach den letzten zwei Auftritten mit der Rückkehr von Toni Kroos zu dem Favoritenkreis. Ich würde mal sagen, Frankreich, England gewinnt eh keinen Titel. Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien müssen wir auf der Liste haben. Dazu eventuell noch die Holländer, die Niederlande. Die sind ja dabei. Und Cristiano Ronaldo mit 39 Jahren wird sein letztes großes Turnier hier in Deutschland bestreiten. Der war damals vor 18 Jahren bei der WM 2006 auch schon dabei. Das müsste sagen, der war bei der EM 2004 in Portugal, Heim-EM dabei. 2006, 2008, 2010, 2012 bei der EM, 2014 bei der WM. 16 sind sie Europameister geworden, 18 WM in Russland. 20, diese komische EM, 22 Katar, das müsste sein 11. großes Turnier sein. Ich glaube nicht, dass es schon mal einen Spieler gab, der so viele Turniere bestritten hat, wie Cristiano Ronaldo, noch nicht mal Messi, glaube ich. In diesem Sinne, check's aus, in 70 Tagen geht's los, die Heim-EM. TV Plauze wird live berichten, vom Public Viewing.